bin gerade dabei, das Gehege ein bisschen aufzuwerten bzw. neue Bereiche zu schaffen. Unabhängig davon ist auch winterfest zu machen, da habe ich auch schon mit angefangen. Hier ist jetzt beispielsweise eine kleine Ecke entstanden, in der Sand als Untergrund ist, gegeben ist. Ja, und jetzt gleich mache ich noch eine kleine Splittecke. Hier habe ich auch ein Stück Holz, eine schöne raue Steinplatte, das mögen die ja gerne. Ich werde das aber auch noch im gesamten Kontext zeigen. Ich finde es immer so schön, wenn die neue Bereiche oder neue Dinge direkt erkunden und so neugierig sind. Und schon wurden auch erste Spuren hinterlassen. Ich sehe da einige Köttel innerhalb von wenigen Augenblicken. Kein Wunder, dass hier immer so viel zusammenkommt. Das geht ja schnell und viel. Jetzt ist es windig, ich mache mal aus. So, und zwar habe ich jetzt gerade mal, da kommen natürlich noch mehr, aber jetzt gerade habe ich einmal da hinten, wie gesagt, diese kleine Sandecke nochmal neu eingerichtet. Habe hier diesen Stein und da vorne das hinzugefügt. Da haben wir auf jeden Fall noch mehr. Also das kann ich ganz gut auch noch anderweitig einbauen. Das ist ein schöner rauer Untergrund. Das mögen die auf jeden Fall gerne. Deswegen sitzen die auch so gerne hier auf den Dächern der Hütten. Die sind auch so schön rau. Dann habe ich, ihr seht ja, dass ich mittlerweile auch relativ viel Holzplatten, Wellblechdach, Steinplatten, alles Mögliche an Untergrund habe, dadurch, dass ja überwiegend der Boden Erde ist, also ursprünglich. Also ursprünglich war es mal Gras, ist aber nicht mehr viel von übrig, also nichts mehr. Deswegen ist das hier, wenn es regnet, und das ist ja nur teilweise überdacht, extra, ist das hier eine einzige Schlammpiste. Ja, und deswegen habe ich das jetzt einfach mal ergänzend, unabhängig davon, dass die Hasen dann einen noch mal ein bisschen anderen Untergrund haben, aber auch für unser Eins, wenn wir hier langlaufen, insbesondere mit so Crocs-artigen Schuhen, wird das ganz schön rutschig und somit auch nicht ungefährlich. Da habe ich jetzt einfach mal so einen Streusplitt gestreut, also wie man halt auch Straßen streut. Und ja, kann da jetzt ohne weiteres drüber laufen. Die Tiere haben auch ein bisschen Abwechslung an den Füßchen, an den Pfoten. Von daher wieder mal ein bisschen Abwechslung im Gehege. Ich habe gerade eben auch ein bisschen ausgemistet oder gemistet, deswegen sieht es auch etwas chaotisch noch aus. Die Schippe liegt rum, der Sack mit dem Stroh liegt rum, ein paar Strohreste fliegen noch rum, aber das ist ja normal. Ein Ösi zieht sich den Löwenzahn aus dem Holz. Das hatte ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Da war dann irgendwie Möhre noch dran und so weiter. Und das ist wohl als Spielzeug. Ach, wie süß, Olaf.
kann man Heu reinpacken oder jetzt, ne, wie man am Olaf sieht, der greift sich das gesamte Teil und kämpft ums Futter. Sehr schön. Elisabeth und Lenny ist hier auch dabei. So, das war's erstmal. Einen guten Start in die Woche weiterhin. Und bis zum nächsten Video. Fällige Grüße. Tschüss.